So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Silber Edition Soul Silver. Meine 95% Walkthrough, alles Unnötige wird weggelassen. Genau, ja, im letzten Part sind wir von Route 37 hier nach Teak City gekommen. Und ja, ich erinnere mich, der letzte Part, wann habe ich den gedreht? Vor 3, 4 oder auch 5... Was? Tage? Wochen? Monate? Nee, vor 3, 4 Wochen war das ungefähr, ja. Wer diese eine Szene da aus Icarly kennt, schreibt's in die Kommentare. Ja, okay, das klang... Naja, ich will mal nichts sagen. So, als nächstes müssen wir ins Tanztheater von Teak City rein, denn hier werden wir einmal eines der Kimono-Girls und ein Rocket-Rüpel finden. Lass endlich dieses langweilige Gezappel und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, euren Zwischenruf einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Haha. Oh nee, scheiße, das war nicht das Kimono. Girl, das war der eine Rocket-Rüpel, der. Oh mein Gott, wie der tanzt. Hä? Was soll das werden? Stellst du dich mir etwa in den Weg? Aber wie ich das tue, Rocket-Rüpel. So, ein Pokémon besitzt ja ein Smog-Mog auf Level 12. Das wird nicht wirklich der Burner von den Burners. Der Burner von den Burners. Ja, komm, noch einmal Aquaknarre und adios, Methanbombe. So, Like a Blase, Level 23 und Rocket-Rüpel, Redhead, Pink, Rosa oder was auch immer das ist, ist down. Gut, das müssen wir hier machen, damit wir eine spezielle... VM bekommen, und zwar die VM 3 war das, Surfer von diesem Mann hier, und ja, wir haben jetzt VM 3, Surfer, habt ihr auch selber gesagt, ach egal, okay, beruhigt dich auf, boah, wenn man so lange nicht ins Play hat, ne, da merkt man, wie dieses Freisprechen hier so weggeht, ne, man kann nicht mehr so an einem Stück so viel labern und so und so und so, ich sag viel zu oft so. Okay, heilen wir unsere Pokémon und machen uns dann auf den Weg zur Turmruine, denn da werden wir einmal Äusin, Jens, unseren Rivalen, Entei, Suicune und Raikou finden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe Suicune früher echt Zucchini genannt. Ne, also ich habe das so verstanden, dass das Pokémon so heißt. Als meine Mutter dann fragte, also das war, ich kann mir, ne, jetzt nichts falsch verstehen. Als meine Mutter dann fragte, Matt, willst du Zucchini? Meine ich so, Mama, ich will kein Pokémon, ich will kein Pokémon. Ja, ja, das waren noch Zeiten. So, da unten sehen wir die drei Raubkatzen. Hier sehen wir Äusin, Äusin. Mein Name ist Äusin. Ich reise durch die Weltgeschichte, um ein Pokémon namens Suicune zu finden. Und du bist Matt. In Ordnung, angenehm. Ich bin hierher gekommen, weil man mir sagte, Suicune halte sich hier auf. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss durch das Loch im Boden dort drüben. Nee, also das, das kann man so schnell übersehen, das Loch. Boah, nee. Deine Augen trügen dich nicht. Das ist Suicune und die legendären Pokémon. Du kannst gerne versuchen, zu ihnen herunterzugehen, aber sie werden auf der Stelle Reis ausnehmen. Glaub mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Gut, da sehen wir Äusin, den vierten Arenaleiter, den Geist-Pokémon-Trainer-Arenaleiter. Ja, komm. Ja, den können wir auch mal just for fun ansprechen. Ich bin Jens, meines Zeichens Leiter der Arena von Teak City. Mein alter Kumpel Äusin ist gerade hier, weil er auf der Suche nach Suicune ist. Und da es sich ebenso anbietet, durchkämme ich nun mit ihm diesen Turm. In Teak City gibt es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich die... Ah, diese Stil, oh mein Gott, mein scheiß Handy. Nee, 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 SMS, nix gut hier in Let's Play. Die sich um die legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou rankt. Als Arenaleiter von Teak City muss ich, was solche Sachen angeht, natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Okay, verstehe. Und wen sehen wir da? Boah, wieder diese epische Musik. Boah, ich finde die geil. Was, kämpft der? Ja, ja, der kämpft gegen uns, ne? Ja, ja, der kämpft gegen uns. Also, let's go! Nee, nee, falsches Spiel. Scheiße, falsches Spiel, falsches Spiel, falsches Spiel, falsches Spiel. Oh mein Gott, ich sag schon die ganze Zeit falsches Spiel. Okay, fangen wir an. Das ist unser Rivale Silber. Oh, ja, ja, ich werde dich jetzt sowas von fertig machen. Das erste Pokémon von ihm ist ein Nebulak, Level 20. Ein Geist-Pokémon, die Vorentwicklung von Apollo.
Und ich sag nur, 1, 2, 3, oh scheiße, mein Pokémon geht nicht frei. Oh mein Gott, like a boss, ne, diese Reihe mir, like a boss. So, like a Blase, noch eine Aquaknaller, Fluch, okay, das Ding ist down. Ja, komm, diese Kämpfe jucken mich jetzt nicht sonderlich. So, Magnetino-Pokémon wechseln in Silver rein. Scheiß raus, wie wir das. So, Magnetino, Glut, eigentlich wollte ich Flammenrad einsehen. Ja, so oder so. Haben wir. Musik, ja. So, Silver versucht Einigler zu erlernen. Oh mein Gott, Einigler. Oh, nee. So, Tyrakrok geht als nächstes in den Kampf. Okay, das spiele ich jetzt mal nicht. Dann lass ich mal das normale 1,5 Speed. 1,5 Speed. Ne, geil gedeutscht. Fangen wir mit Superschall an. Komm. Tyrakrok, Tyrakrok, oh geil, ne, dieses Special Effekt, die ich mit dem Mund mache, einfach nur epic. Oh, Grimasse. Mach mir keine Angst, mach mir keine Angst. Okay, und Tyrakrok, du bist verwirrt, setz aber trotzdem Grimasse ein, das ist natürlich schlecht und die Initiative sinkt stark, scheiße. Okay, noch einmal, ja, wird das dann, ey, scheiße, ein bisschen hättest du ja abziehen können, ne? Diese scheiß Verwirrung, ey. Oh ne, komm hier, Eis, ouch. Das tut weh. Oder auch nicht, bis. Und wir haben unseren Rivalen, Silber, besiegt Silber, Silber, ein Bear. Okay, als nächstes geht's über 3. Ja, okay. Aber jetzt können wir wieder spielen, denn alles, was hier nachkommt, ist einfach nur unnötiger scheiß Mistdreck. Ja, so könnte man's sagen. Ah, oh, super, scheiße. Ah, komm, 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 komm. Yes. Oh yeah, baby. Okay, Silber ist besiegt und wir haben 1408 Pokédollar. Ach, egal. Du schaffst es sowieso nie, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Lüge, Lüge, das gibt ne Rübe. Oder Rüge, oder was weiß ich. Ja, der Scheiß ist, ich kann jetzt nicht die Items, die hier sind, einsammeln. Hätte ich gerne gemacht. Ist ja Walkthrough von 90%, ne? Und ja, das waren die legendären Raubkatzen. Suicune finde ich eigentlich am geilsten von den dreien. Ja, Raikou kommt danach und Entei ist eher das letzte Ding. Suicune ist wie ein geölt. Oh mein Gott, diese perversen Texte. Oh mein Gott. Na, komm. Okay, ja, komm. Hallo. Hallo, ich will hier endlich weg. Ich will zur Arena. Arena hier, Arena da. Deine Mutter ist schön, oh ja. Oh, wieder so ein Reim, like a boss, like a, nee, nicht like a Pokémon, wie bei A-Prime, like a Panner, nee, like a Let's Player, oh yeah. Okay, das ist jetzt nicht wirklich hier sonderlich interessant für uns, aber, ja. Fame. Ja, geh weg, Smogon, du bist einfach nur hässlich, hässlich, hässlich. Okay, so als nächstes, wo machen wir uns als nächstes hin? Zur Arena von Teak City, aber vorerst heilen wir unseren Pokémon. So, erstmal mit dem Fahrrad fahren, ne, ein bisschen, hier, was für eine Gesundheit tun, ne, so schön, ja, eigentlich gehen, und Fahrrad fahren, ja, gleich gesund, glaube ich, aber egal. Komm, lass mir das, heilen wir unsere epischen Pokémon und machen uns dann auf den Weg zu Jens. Genau, Jens. 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 So, was ich jetzt machen will, ist mir im Pokémon Supermarkt noch ein paar Aufwärter zu holen, da die Arena viele Pokémon mit Hypnose hat. Und deswegen suchen wir. Suchen. Superschutz, ja, Superschutz können wir uns auch holen, ne? Wieso nicht? So, ich habe einen Superschutz. Ich hole mir mal 9. Okay. Hier, bitteschön, du fährst auch Superschutz. Ja, nee, ich will noch was kaufen. Ich wollte noch was kaufen, ne? So kannst du das nicht sagen. So, Aufwecker holen wir uns mal 5 Stück. Ja. Ah, nee, wir haben schon 1. Ja, egal, da haben wir 6. Aha. Okay, das war's dann hier beim Pokémon Supermarkt. Und jetzt geht's auf zur Teak City Arena. Let's go. Okay. Gut, die Arena ist ein bisschen freaky und hier sieht man die schönen Grafikbugs. Lass mir das. Mal sehen, ob du es schaffst, unsere Pokémon Schaden zuzufügen. Ja, theoretisch könnte ich diesen Bug jetzt auch wegmachen, aber dafür müsste ich halt einen anderen, hier.
Renderer benutzen. Renderer. Pff. Egal, so. Fangen wir an mit Aqua Canare. So, Aqua Canare, ah, Nebula, ah, Fluch, scheiße. Okay, wisst ihr, was wir machen? Na, scheiße. Ich will das Pokémon wechseln, ja. Toxic, rein mit dir. Und Gundula heißt sie, also Gundula. Gundula. Scheiße, Mann. Voll unnötig. Wieso lache ich? Meine Güte. So, Medium. Anscheinend sind das Medien. Medien. Mediums. Ne, Medien, Medien. Ne, Medien. Ach, scheiß drauf. So, da waren's. Da war es nur noch ein Nebulak, ne? Ich sehe schon. Dieser Kampf ist sehr, sehr langweilig. Aber da kann man ja nichts machen, da dieser hat vier Pokémon. Ja, die sind halt von Natur aus langweilig, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Naja, komm, machen wir weiter mit der guten, alten, anderen, Medium, alles mögliche. Und, ah, ne, Tür ist auf, fail. Warte, ich mach mal. So, mitten im Let's Play, ne, Tür zu machen, so muss das sein. Gut, Leica Blase ist drin, den würde ich auch gerne drin lassen. Aqua Knarre auf das Apollo müsste schon relativ viel abziehen. Aber ja, scheiße, Leica Blase verwirrt. Komm, Aqua Knarre, wann entwickelt sich Quapsel eigentlich? Ich glaube Level 425, ne? Ich glaube 25, oder? Ich weiß nicht mehr. So ein Quapuzzi wäre schon ganz nice, ja. Quapuzzi ist nice. So, Biss und Apollo ist besiegt. Und Toxic erreicht Level 25 und als nächstes geht's über einen Kampf. Ich mach dir Feuer unterm Hintern. Ja, das hat mein Pokémon gesagt. Nicht ich. Nee, das war ich nicht. Nein, das war ich nicht. Hey, das war ich nicht. Okay, ja, Apollo hätten wir jetzt auch besiegt und Dorothea ist besiegt. Dorothea. Der Name ist geil. So, dann teleportieren wir uns mal ganz nach vorne, um dann schnell ins Pokémon Center zu gehen und Lyra ruft mich an. Hm, da muss ich abheben, ne? Hallo, hier ist Lyra, guten Tag, mein Vater sagt, dass du einmal so ein großer Trainer bist. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendein Liebesgeständnis oder so, aber nein. Ja, nein, nur das, was sie vom Opa gesagt hat, ey, das ist voll läppisch. So, okay, Pokémon heilen bitte. Yay, meine Pokémon werden geheilt. Gut, das war jetzt eine sehr, sehr epische Musik, eine epische Melodie, die von mir selber gemacht wurde. Ja, Copyright by me. Und ja, als nächstes, wo geht's als nächstes hin? Zur nächsten Trainerin natürlich, und die wartet dann nur auf uns. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht, dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Tschüss, was ist da los? Was da los? So, Cleopatra. Ey, was haben die alle so komische Namen? Cleopatra. Ja, ich weiß. Aus Ägypten und so ein Scheiß, ne? Jetzt nur zu gut, Geschichtsunterricht. Lass mir das bitte. Also, das war schon ein bisschen her, ne? Ist schon ein bisschen her. Ja, nicht wahr? Ist schon ein bisschen her. War 6. Klasse. Jetzt bin ich Oberstufe, Zehnte Oberstufe. Oberstufenschüler und dann noch diese Schönheit hier. Ich kämpfe gerne gegen Schönheit. Gewonnen? Hä? Was schlaberst du? So, als erstes würde ich Toxic gerne reinschicken und der macht das hier alles schön fertig mit Biss. So muss das sein. Gut, als nächstes Apollo in den Kampf. Geht Apollo in den Kampf. Ah, komm. Hätte ich da nur Dings reingeschickt. Scheiße! Naja, komm, Toxic ist sowieso jetzt down. Ah, mein armes, süßes Pokémon, du hast das umgebracht. Okay, noch Nebulak. Silver würde ich da gerne reinschicken. Und Silver setzt seine
anormal geile Flammenrad-Attacke. Oh yeah. Gut, Leikeblase, Level 24 und Zenobia, Zenoboa, C, wie auch immer, ist besiegt. So. Boah, das sieht ja geil aus, ne? Wie die, hier. Wie die Steine hier so sind, ne? Bombe, Bombe, Bombe. Ja, meine Freunde, das war's für diesen Part von Let's Play Pokémon Silberne Edition. Wieso rede ich so langsam? Soul Silver. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar, wie hat euch der Part gefallen? Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, ja, geiler Akzent, ne? Haut rein und ciao.